Ja, wir besprechen jetzt erst die undefinierten Center, danach gehen wir in die Journaling-Übung und dann später nochmal die definierten Center, falls du jetzt kein undefiniertes Center in deiner Chart hast, falls du jetzt einer von den 0,5% der Menschheit bist mit 9 definierten Centern, dann schau trotzdem mal, welche Thematik vielleicht hier schon mit dir resoniert. Und es könnte auch sein, vielleicht sage ich das schon mal vorweg, bevor wir jetzt in die Center da eintauchen und in die Themen. Ich erlebe es auch immer wieder in Workshops und in Mentorings, in Kursen, dass Menschen auch sagen, hey, ich habe das Center eigentlich definiert, aber ich spüre total stark diese Thematik von dem undefinierten Center. Das könnte zum Beispiel sein, dass du nicht gelernt hast, was es wirklich bedeutet, weil die Center prägen sich in der Kindheit, in den ersten 7 Jahren unseres Lebens besonders aus. Ja, wir bringen schon diese Definition oder diese Offenheit mit, aber wirklich da in diese Energie, in diesen Ausdruck zu kommen, das passiert dann halt hier, wenn unsere Seele quasi auf dieser Welt angekommen ist, vor allem in den ersten 7 Jahren der Kindheit nochmal besonders stark. Oder es könnte auch sein, dass zum Beispiel ein Traumata oder ja eine Situation wirklich dieses Center erschüttert hat, dass du da zum Beispiel sagst, ich habe zwar das definierte Herz, aber Selbstwert ist da trotzdem ein großes Thema für mich. Und dann schau jetzt gerne schon mal rein, schau später nochmal auch, ob das eher mit der definierten Energie mit dir resoniert oder ob es wirklich das undefinierte ist. Und dann geht es halt viel eher nochmal darum, auch wirklich zu schauen, wie kannst du das mehr verkörpern, diese definierte Energie und das in das Potenzial kommen. Genau. So, ja, dann habe ich jetzt hier mal eine Chart für euch vorbereitet. Wir gehen die jetzt hier quasi die Center nacheinander nochmal durch. Wie gesagt, schau gerne schon mal, welche Thematik mit dir resoniert. Wichtig jetzt, wenn ich gleich die Glaubenssätze oder die Themen vorlese, der Wortlaut, den du vielleicht hast, der Glaubenssatz, die Thematik, die mit dir resoniert, kann vielleicht einen anderen Wortlaut haben, kann vielleicht ein bisschen anders hervorkommen, kann sich vielleicht nochmal in unterschiedlichen Situationen auch anders ausdrücken. Es kann auch sein, dass du eine Thematik hast, die zieht sich durch verschiedene Lebensbereiche. Ist tatsächlich häufig so, dass sich diese Thematik dann vielleicht in unserer Beziehung ausdrückt, aber auch in unserem Business, vielleicht ne, schon in der Kindheit uns begleitet hat. Aber jedes Mal so ein bisschen feinfühlig in einer anderen Frequenz dann doch nochmal. Deswegen schreib das da gerne in deinen eigenen Worten. Du musst hier nicht meine Worte übernehmen, sondern das Wichtige ist einfach so diese Frequenz dahinter zu verstehen und dann zu schauen, was da mit dir resoniert und wie der Glaubenssatz oder die Konditionierung ist, die bei dir aufgetaucht ist. Genau. Und dann immer schon auch gleich die Frage mitnehmen, was darf ich hieraus lernen? Nicht ins Verurteilen, nicht in die Ablehnung gehen, sondern wirklich, was darf ich hier in diesem Moment daraus lernen? Ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Ich weiß nicht, hier ist irgendwas passiert auf meinem Bildschirm. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich glaube, ich nicht weiß, wie ich das wegbekomme. Ich hoffe, ihr seht es noch alle gut. Wir starten jetzt einfach mal bei der Wurzel hier unten, die Wurzel. Ganz im unteren Ende der Chart findest du das Wurzelcenter. Wenn es bei dir weiß quasi ist, dann haben wir hier die undefinierte Wurzel. Wenn es farbig markiert ist, dann hast du eine definierte Wurzel. Genau. Und bei der undefinierten Wurzel, dieses Center steht hauptsächlich für Antrieb und Druck. Die undefinierte Wurzel hat häufig den Glaubenssatz, dass sie schnell machen muss und alles noch schnell erledigen muss, damit der Druck weg ist. Weil sie von außen ganz, ganz viel Stress und Druck aufnimmt und das Gefühl hat, diesen möglichst schnell abbauen zu müssen, damit sie dann endlich in die Ruhe kommen kann. Nur oft entsteht diese Ruhe gar nicht, weil die Ruhe im Inneren nicht gegeben ist und dann wie so ein Hamsterrad entsteht. Und das Mantra eigentlich ist, ja, ich muss noch schnell machen, ich muss noch schnell machen. Und man quasi von einer Aufgabe ins nächste reinrutscht, weil dieser Druck von außen so groß ist. Die Wurzel steht dann auch noch für Sicherheit. Das heißt, auch hier könnte das Thema Sicherheit eine Rolle spielen, dass du vielleicht besonders Sicherheit auch im Außen suchst, anstatt die Sicherheit in dir zu finden oder über äußere Sachen diese Sicherheit versuchst zu kompensieren. Das heißt, so diese Hauptfrequenz, die wir in der undefinierten Wurzel finden, ist eigentlich Stress. Und gerade ich muss schnell machen, das ist ja quasi purer Stress, der von außen zwar kommt, aber aufgenommen wird und im Inneren noch verstärkt wird. Auch das ist vielleicht wichtig. Die undefinierten Center, die nehmen jetzt nicht nur Energien von außen auf, sondern die verstärken die Energie auch noch. Das heißt, wenn im Umfeld vielleicht ein leichter Stresspegel ist, dass dann die undefinierte Wurzel die Energie aufnimmt, diesen Stress noch hoch 10 quasi rechnet und dann ultra gestresst ist und letztendlich eigentlich total müde, ein sehr, sehr ausgebranntes Adrenalinsystem, hier die Nebennieren eigentlich schon erschöpft sind, weil man halt permanent nur am Machen ist und diesen Druck halt aufnimmt und verstärkt. Dann gehen wir mal hier rüber Richtung Sakral. Das Sakral ist das Lebensfeuer, das ist der Antrieb, die Lebensenergie. Das undefinierte Sakral ist hier auf jeden Fall für alle Projektoren, Manifestoren und Reflektoren.
dadurch, dass wir ja rund 70% der Menschheit haben ein definiertes Sakral, alle Generatoren und MGs, dadurch, dass da so eine sehr, sehr starke Konditionierungskraft einfach auf kollektiver Ebene ist, ist es vor allem für Projektoren, Manifestoren und Reflektoren oft dieses sakrale Thema, was auch hochkommt. Und da ist dann häufig dieses, ich mache zu wenig oder ich müsste mehr schaffen, mehr leisten, mehr erledigen, mehr Energie quasi auch haben. Und da entsteht quasi, ist so ein permanentes, so auch so ein Leistungsdruck, habe ich es genannt, aber es ist oft so ein Gefühl, einfach immer hinterher zu hängen. Einfach nicht genug zu schaffen, nicht genug zu leisten. Und auch hiermit quasi sich so eine Situation zu bauen, dass man permanent am Machen ist, aber eigentlich schon auf Sparflamme unterwegs ist, weil das Ding ist, dass mit dem undefinierten Sakral halt diese eigenen Rhythmen ja so wichtig sind, Pause machen wichtig sein kann und dieses ja aus der eigenen Energie heraus quasi in die Handlung kommen und nicht quasi, wenn das Center undefiniert ist, ist da ja keine Stabilität, da ist ja keine eigene innere Energie da. Deswegen ist man hier permanent quasi, ja, versucht aus einer Energie zu schöpfen, die eigentlich einem gar nicht selber gehört. Machen wir mal weiter mit den Emotionen. Auch hier, die Emotionen sind etwa 50-50. Also 50% der Menschheit haben etwa die Emotionen definiert. Ungefähr 50% haben sie undefiniert. Das heißt, auch hier ist oft auch die Emotionen, auch in unserer Gesellschaft, sind ein sehr, sehr großes Thema. Egal, ob jetzt undefiniert oder definiert, sind häufig ein Konditionierungsthema. Bei den undefinierten Emotionen ist es häufig das Gefühl, ich muss es allen anderen recht machen, um Konflikte zu vermeiden. Weil das Ding ist, dass die undefinierten Emotionen so, so viel im Außen wahrnehmen. Die nehmen wahr, wie sich jeder andere im Raum fühlt, was los ist, auch alles, was nicht ausgesprochen wurde. Und Konflikte können da sehr, sehr stark auch aufs Nervensystem schlagen. Emotionen ist auch mit unserem vegetativen Nervensystem verbunden. Und da kann es sehr, sehr schnell zu einer Überlastung auch quasi kommen, wenn man sehr viel in emotionalen Konflikten ist. Das heißt, dann ist es manchmal hier die Vermeidungsstrategie, anstatt dass ich jetzt eine starke Entscheidung für mich zum Beispiel treffe oder anstatt dass ich meiner Strategie folge, mache ich es lieber allen anderen recht, passe mich vielleicht an, weil ich keinen Konflikt spüren möchte, weil ich es nicht aushalte, die Emotionen der anderen zu spüren, weil ich nicht quasi die Emotionen der anderen spüren kann oder weil ich mich sonst auch schuldig fühle an den Emotionen der anderen. Das heißt, eine sehr, sehr prägnante Frequenz hier in den Emotionen sind auch wirklich diese Schuldgefühle und Konfliktvermeidung. So, dann hüpfen wir mal rüber auf die andere Seite. Hier sind wir bei der Milz, bei den Emotionen waren wir gerade im emotionalen Bewusstsein. Bei der Milz sind wir hier auf der intuitiven Ebene. Die Milz steht für das intuitive Bewusstsein. Und mit einer undefinierten Milz, die Milz ist so ein Hauptcenter auch für Angstfrequenzen. Und die undefinierte Milz nimmt häufig sehr, sehr viele Ängste von außen auf und hat einen sehr, sehr starken Glaubenssatz, dass sie zu schwach ist oder zu unsicher ist, auch etwas auch alleine zu machen und sich häufig in Abhängigkeiten begeben kann. Jemand anders, also zum Beispiel in einer Beziehung an einen Partner sehr stark binden oder an eine Freundschaft sehr stark binden oder auch an Gewohnheiten oder an Dinge binden, die einem eigentlich gar nicht gut tun, weil man in diesen auch eine Sicherheit findet. Also Wurzel und Milz sind so mit unserem Urcenter, wo es auch viel um Sicherheit geht. Hier unten ist ja schon Sicherheit. Auch die Milz hat auch nochmal durch die Angstfrequenz auch so was von Unsicherheit, Schwäche. Und da sind so die Hauptfrequenzen ja so eine innere Unsicherheit, eine innere Angst, aber auch Abhängigkeit, die dadurch entstehen kann, wenn man im Außen eher diese Klarheit wieder sucht oder versucht, durch das Außen die Angst zu beantworten, ohne im Inneren zu schauen und sie bei sich aufzulösen. Und das Ding ist ja auch wieder, die Ängste werden ja wieder von außen häufig aufgenommen, verstärkt. Das heißt, wenn im Außen gerade eine starke Angstfrequenz ist, nimmt die Milz die auf und verstärkt sie nochmal. Das heißt, hier ist es auch wichtig, dieses Bewusstsein zu haben, oft, dass es gar nicht die eigene Angst ist, sondern eine von außen aufgenommene Angst. Wenn wir hier im Herz jetzt hochgehen, jetzt sind wir im Herzcenter, in diesem kleinen Dreieck. Das Herz steht für Selbstwert und Willenskraft, Willensstärke, Durchsetzungskraft auch. Und das offene Herz hat häufig ein Thema mit Wert, mit Selbstwert, auch wieder häufig gekoppelt an Leistung. Das heißt, ein häufiger Glaubenssatz, der hier mir immer wieder in meiner Arbeit begegnet, ist wirklich dieses, wenn ich leiste, dann bin ich wertvoll. Wenn ich das und das habe, dann bin ich wertvoll. Also den eigenen Wert, den eigenen inneren Wert an äußere Dinge festzumachen. An einen Job, an einen Jobtitel, an ein Gehalt, an ein Auto, an eine Arbeitsstunden, was auch immer. So immer so dieses, ich muss beweisen, dass ich wertvoll bin. Oder auch, dass man falsche Versprechen macht und denkt, man müsste etwas durchziehen. Obwohl es eigentlich gar nicht resoniert. Auch das könnte hier was sein, weil das Herz gibt uns so eine Willenskraft. Oft haben wir auch so gesellschaftlich gelernt, ja, du brauchst einfach nur den Willen und dann schaffst du das auch. Ne? So Persönlichkeitsentwicklung, würde ich so sagen, einfach nur die Willenskraft aufbringen.
Und das Herz hat da, also das undefinierte Herz bringt da einfach nicht diese dauerhafte Willenskraft mit, wo die Energie einfach aus einer anderen Ebene geschöpft werden sollte und nicht aus einer Willensstärke. Und wenn man versucht, was durchzuziehen, ist es wieder, dass man versucht, was aus einer Energie zu erschaffen, die ja eigentlich gar nicht da ist. Und damit ist man oft im Mangel oder in diesem Beweisen oder in diesem Selbstwertkonflikt. Das Selbst, sind wir in der Mitte der Brust hier, in der Mitte dieser Diamant, das Selbst, das für die Identität den eigenen Weg steht. Und das undefinierte Selbst hat ganz, ganz häufig das Thema, ich weiß nicht, wer ich eigentlich bin. Immer wieder diese Verlorenheit, wo gehöre ich eigentlich hin, wer bin ich eigentlich, zu spüren, dass man vielleicht in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich tickt, ein anderer Mensch sozusagen, ob es eine andere Identität annimmt, weil ja keine Stabilität da ist. Die Identität ist quasi flexibel, die ist fließend, die passt sich an, die nimmt es auf, was in der Umgebung ist und verstärkt diese Thematik. Und so kann da eine Art von, so eine Frequenz von Verlorenheit entstehen, dass man das Gefühl hat, man hat sich selber verloren oder man verliert sich selber in anderen, in Situationen. Und man hat auch häufig das Gefühl, oh, jetzt, ich muss mich für eine Richtung entscheiden oder ich muss mich entscheiden, wie ich bin. Also ne, so dieses gar nicht so wahrnehmen, okay, ich darf vielleicht auch facettenreich sein, sondern eher so dieses, oh, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dabei bleiben, bei der Richtung bleiben. Und mit dem undefinierten Selbst ist man oft auch sehr flexibel, was den Lebensweg angeht. So, dann gehen wir mal weiter hoch zur Kehle. Da sind wir jetzt so in diesem Center, wo ganz die Energie zum Ausdruck kommen möchte. Die Kehle ist wirklich so das Center für Manifestation, Ausdruck, Sprache, Handlung. Und die undefinierte Kehle hat häufig einen starken Glaubenssatz, ich werde nicht gehört oder es ist nicht wichtig, was ich zu sagen habe oder was ich zu geben habe. Es ist Sprache, aber auch Handlung. Oder nur, wenn ich laut bin oder nur, wenn ich was Auffälliges mache oder nur, wenn ich irgendwie, quasi über mich hinausgehe, dann werde ich gehört, dann werde ich gesehen, dann werde ich anerkannt. Und das ist so dieses größte Thema, wirklich so dieses Nicht-Wichtig-Sein, Nicht-Gehört-Werden. Und dass man entweder in so eine Passivität reinrutscht, wie gesagt, auch dieses, ich nehme mich sehr, sehr stark zurück und sage einfach gar nichts mehr. Oder man versucht, unbedingt gehört zu werden. So, dann haben wir den Verstand. Jetzt sind wir quasi schon hier oben im Verstand, im mentalen Bewusstsein. Der undefinierte Verstand hat häufig einen Glaubenssatz von erstens auch so, ich kann mir nichts merken oder ich kann es irgendwie nicht erklären, ich verstehe es irgendwie nicht. Und gleichzeitig entsteht da häufig so ein mentaler Druck, dass man, ich muss jetzt sicher sein, ich muss das jetzt verstehen, ich muss das jetzt auch anderen erklären können, ich muss zum Beispiel meine Entscheidung, ja, auch hier, das bringt uns ja auch wieder aus unseren Entscheidungen raus, diese Konditionierung. Wenn wir eigentlich vielleicht eine sakrale Entscheidungsweisheit haben, das heißt das Bauchgefühl, und der Verstand ist undefiniert und wir spüren mit dem Bauch, da geht es für uns in eine Richtung, die Entscheidung ist das Richtige. Und dann müssen wir das aber jemandem erklären können und das Sakral kann ich erklären, das hat kein Bewusstsein, das ist kein mentales Bewusstsein, keine Logik dahinter. Und wir versuchen es zu erklären, dann kommen wir oft in so eine mentale Überanstrengung. Vielleicht weichen wir auch wieder von unserem Weg ab, weil wir merken, wir können es gar nicht erklären. Und deswegen ist da häufig so diese Angst, auch diese mentale Angst von Sicherheit, Klarheit, Erklären, dass man in diese mentale Überanstrengung kommt und dem Verstand häufig mehr Wertung gibt, als er ja im Human Design, wie gesagt, vor allem für Entscheidungsfindung, für unseren eigenen Weg hat. Der ist eigentlich da, um Informationen zu verarbeiten. Und das kann der undefinierte Verstand sehr, sehr gut, wenn er frei ist und nicht diesen Druck auch oder diese Überanstrengung spürt. So, und dann haben wir noch die Krone. Jetzt sind wir ganz, ganz oben. Das ist so quasi das Center für Inspiration, aber auch mentaler Druck, der so von oben runterkommt, wie so ein Hütchen, der sich so auf unseren Kopf legen kann. Mentaler Druck, der entsteht, dass man häufig auch denkt, ich bräuchte jetzt eine Antwort, ich muss jetzt wissen, wo es für mich hingeht. Also da ist auch wieder so eine auf Englisch würde ich sagen Urgency, so eine Notwendigkeit, also auch dieses Jetzt, ja, nicht so, oh, jetzt darf zu mir kommen die Inspiration, die Idee, ich weiß es gerade noch nicht, was die Antwort ist oder wo es für mich dahin geht oder ja, was da die Inspiration ist, und man darf sich da eher so frei von machen, aber da entsteht dann häufig dieser auch mentale Druck, der dann auch häufig, ich sage mal, wenn die beiden oberen Center gemeinsam undefiniert sind, dass dann auch dieser mentale Druck und diese mentale Überanstrengung natürlich auch wieder zusammenwirken. Genau, und so ist es jetzt auch bei den meisten Zentren. Das heißt, wenn du jetzt gemerkt hast, du hast vielleicht 1, 2, 3 Thematiken, es kann auch sein, dass diese verschachtelt sind. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass
ja, das Sakral und das Herz beide undefiniert sind und hier natürlich dieser Leistungsgedanke dahinter ist, ich müsste mehr schaffen, mehr leisten, dann ist das Herz auch noch undefiniert und dann kommt ja noch diese Verkettung sofort mit diesem Wertvoll da rein. Oder ich muss das doch jetzt durchziehen, obwohl ja das Sakral gar keine Energie freigibt, dass, wie gesagt, die auch häufig irgendwie gemeinsam stehen. Ihr Lieben, dann würde ich jetzt sagen, einige von euch in den letzten Tagen und Wochen auch gefragt haben, habe ich noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar haben wir uns entschieden, die Türen für die Holistic Human Design Coaching Ausbildung im November noch einmal zu öffnen. Es gibt jetzt einige Veränderungen im nächsten Jahr in der Coaching Ausbildung, aber es ist gerade wirklich die kompakteste und trotzdem tiefgehendste Ausbildung, die es wirklich auf dem deutschen Markt gibt. Ich habe sie vor über 2,5 Jahren entworfen, weil es nichts Vergleichbares für mich gab. Es war wirklich aus meinem Bedürfnis heraus, beziehungsweise aus einer Reaktion heraus, weil mehr und mehr Leute auch wirklich gefragt haben, hey Steffi, wie hast du das gelernt? Ich kann es nicht auf Englisch, ich möchte es nicht auf Englisch. Ich habe ja auch bei 3, 4, 5, mittlerweile 7 unterschiedliche Mentoren und Mentorinnen wirklich gelernt. Und all dieses Wissen fließt in die Masterclass ein oder in die Holistic Human Design Coaching Ausbildung. Genau, das Motto dahinter ist, verstehe die Chart, verändere dein Leben. Jetzt, was wir gerade mit den Centern besprochen haben, das ist ein Auszug quasi auch aus Modul 2 etwas mit den Glaubenssätzen, mit den Energien. Die Center werden in Modul 2 behandelt, aber es gibt insgesamt 10 transformierende Module zu allen Elementen der Chart, wo es wirklich tiefgehend darum geht, jedes Element zu verstehen, aber dann auch die Verknüpfung zu legen zwischen den Elementen. Was bedeutet es, wenn das Center definiert ist? Was bedeutet es, wenn dann hier vielleicht der Kanal aktiviert ist? Was bedeutet es, wenn es ein manifestierter Kanal ist? Was bedeutet es, wenn hier das Lebensthema in dem und dem Center ist? Und wirklich ganzheitlich die Chart deuten zu können, nicht nur einzelne Bruchstücke, sondern am Ende wirklich zu sagen, für dich selber deine Chart zu verstehen, aber auch andere Menschen in ihrer Transformation zu begleiten mit Inhalten, nicht nur zur Chart, sondern auch zum holistischen Human Design Coaching. Es gibt ganz, ganz viele aufgenommene Übungsreadings, Übungen, die ihr machen könnt, Quizzes, Aufgaben, Arbeitsblätter, ein digitales Workbook oder auch ein Workbook, ein handfestes Workbook, ein Offline-Workbook, was ihr bestellen könnt. Audiodateien, Videos, also wirklich ganz, ganz viel für jeden Lerntypen ist da was dabei. Eine Facebook-Gruppe zum Austauschen, Aufgaben zur Integration und Embodiment, weil das ist für mich das Wichtigste, ja, nicht nur, dass wir es hier im Kopf abspeichern, sondern dass wir wirklich verstehen, was bedeutet es, das Ganze zu leben. Und ja, deswegen, die Anmeldung öffnet bald. Wenn du dich auf die Warteliste jetzt einträgst, bekommst du auf jeden Fall Bescheid. Es wird Richtung Mitte November sein. Das heißt, in 1, 2 Wochen werden wir die Anmeldung öffnen. Du hast dann das ganze Jahr 2023 Zugang zu den Inhalten, kannst in deinem eigenen Tempo quasi lernen, die Übungsreadings in deinem Tempo machen, die Module in deinem Tempo machen, wirklich schauen, wie du es in dein Leben integrieren kannst und ort- und zeitunabhängig sein kannst. Genau, und dein eigener Boss bist auf dieser Reise. Ich weiß, es sind auch einige hier mit im Raum, die die Ausbildung gemacht haben im letzten Jahr. Deswegen ja auch super, super schön, bekannte Gesichter hier zu sehen. Und ja, Antonia fragt gerade, wird es der letzte Ausbildungsgang sein oder was meint Steffi dazu? Also ich spüre gerade, dass sich ein paar Sachen verändern dürfen. Ich habe noch nicht komplette Klarheit, in welche Richtung. So wie sie jetzt gerade steht und für den Preis wird es erstmal die letzte Runde sein. Nächstes Jahr wird es eine Live-Runde geben. Die liegt preislich aber ungefähr auch beim Doppelten, vielleicht auch nur für die Transparenz. Die Live-Runde, wenn wir es auch mit Mentoring machen oder auch mit Live-Sessions, Begleitung, das ist dann auch zeitlich nochmal intensiver, weil natürlich da wöchentlich 1 bis 2 Termine dazukommen. Es ist zeitlich, bis man dann mehr gebunden auch. Ist natürlich für alle sagen, die sagen, nee, ich möchte, es wird, ich sage jetzt mal voraussichtlich, ja, ich möchte kein festes Datum sagen, mein offenes Herz, keine falschen Versprechen machen, die ich dann durchziehen muss. Ich denke mal, dass wir im März, April eine Live-Runde geben werden wieder. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es auch eine Live-Runde geben. Die wird dann vielleicht 3, 4 Monate dauern. Aber wie gesagt, zeitlich auch nochmal intensiver sein und auch vom Preis intensiver. Und ja, ich kann euch nur sagen, die Masterclass, wie sie jetzt quasi steht, die ist in den letzten 2,5 Jahren wirklich gewachsen. Es ist eine unglaubliche Datenbank von Informationen, von Wissen. Auch jetzt gerade im Sommer haben ganz, ganz viele die Masterclass auch im eigenen Tempo schon gestartet und ganz, ganz viele sind jetzt auch schon durch, haben es quasi im Sommer innerhalb von 1, 2, 3 Monaten durchgezogen, wo ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt nur das, mein Fokus ist da drauf, ich mache jetzt montags bis freitags oder montags bis sonntags die Ausbildung. Andere haben es auch in ihr Leben integriert und sind jetzt gerade dabei, genau. Und
Ja, das ist jetzt gerade so zur Masterclass noch mehr Infos, also auch wie das noch ablaufen wird, wie die Anmeldung abläuft, wie es aussieht, wenn du dich angemeldet hast, was dich quasi erwartet. All das erfährst du dann auch noch, wenn du dich auf die Warteliste setzt. Oder auch wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne mir und meinem Team schreiben, auch eine E-Mail schreiben, support@allabouthumandesign.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, da beantworten wir auch gerne deine Fragen. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben auch ganz, ganz viele in der Masterclass, die haben schon unterschiedliche Ausbildungen davor gemacht oder Selbststudium einige Jahre gemacht und sind dann in die Masterclass gekommen. Wir haben einige, die sind ganz frisch mit dabei, die sagen, nee, es hat mich jetzt einfach so gepackt nach 4 Wochen, ich habe was gelesen, ich habe deinen Podcast gehört und ich möchte da rein. Deswegen an sich, wir fangen auch wirklich bei Modul 1 an, ich sag mal, bei den Basics. Bei der Kosmologie, bei den Weisheiten hinter der Chart, was ist das Mandala, wie ist es aufgebaut, was wirkt quasi zusammen in der Chart. Und es ist nicht so, dass ich dir jetzt quasi sage, ach, du musst hier ablesen, da steht Generator, sondern es geht wirklich um die Mechanik in der Chart. Wie ist es aufgebaut, welche Center-Dynamiken wirken da zusammen, welche Kanaldynamiken wirken, welche Stärken liegen da, welche Thematiken und Schwächen liegen auch da. Das heißt, auch mit den Glaubenssätzen, auch in den 64 Toren haben wir die verschiedenen Frequenzen von, das ist das hellste Licht, das ist die Stärke dahinter, aber das könnte auch ein Schattenthema sein. Das heißt, auch hier geht es ganz, ganz viel darum, dieses Wissen dann zu nutzen, um für dich selber, ja, deine eigene Energie auch zu verstehen, in welcher Dynamik du sie lebst oder es auch anzuwenden, wirklich mit Menschen im Umfeld, um sie da auch wirklich mit Human Design als Tool ins Coaching zu gehen, weil es auch super ein Werkzeug ist, um es einfach zu kombinieren mit anderen wundervollen Tools, ja, die dann die Heilung noch weiterbringen können, sei es mit Energieheilung, wirklich mit Coaching-Übungen. Genau. Yes. Ah, danke, ihr Lieben. Danke, 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 danke. Ich sende euch jetzt einfach eine dicke Herzensumarmung in alle Richtungen, wo ihr gerade jetzt seid. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Tschüss.